So, meine lieben Freunde, hier ist wieder Cobra von Games for Gamer TV und heute möchte ich euch ein kleines Review zeigen oder eine kleine Vorstellung von diesem super schönen Ding hier von der HDP VR Rocket. Und ja, ich habe dazu ja schon ein Unboxing gemacht und habe euch schon gezeigt, ja, was denn so im Lieferumfang von diesem, ja, von diesem Aufnahmegerät enthalten ist. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das Ganze so, ja, im Menü aussieht. Das heißt, wie die Oberfläche von dem, ja, von der HDP VR aussieht. Das heißt, wo ihr dann im Endeffekt mit aufnehmen könnt. Und wollte euch auch so ein kleines Testvideo zeigen, so wie die Qualität von der HDP VR Rocket ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal auf dem PC an, so wie es denn aussieht. Das heißt, die Software. Also viel Spaß. Ja, meine lieben Freunde, und da seht ihr jetzt nun das, ja, sozusagen die Software von der HDP VR Rocket. Und es ist eigentlich ganz easy gestaltet und man kann da auch, ich glaube ich, gar nicht so groß was zu erzählen. Es gibt natürlich ein paar Unterpunkte, wo man ein bisschen was drüber erzählen kann. Aber im Prinzip sind diese Geräte ja alle irgendwo so ein bisschen gleich gestrickt. Und das Ganze findet sich oder sieht man dann auch in der Software, das ja, wird sich da nicht großartig ändern. Aber ich kann euch jetzt mal so ein bisschen was zeigen über dieses Aufnahmegerät. So, ihr seht ja schon mein PlayStation 4 Vorschaubild. Ich habe das Ding jetzt mal an der PlayStation 4 angeschlossen, habe es auch schon an der Xbox 360 getestet, habe dazu auch eine kleine Aufnahme gemacht. Die seht ihr dann im Anschluss. Ja, so wie die Qualität halt aussieht. Da könnt ihr euch im Anschluss ein kleines Bild von machen. Und hier oben seht ihr auf jeden Fall schon das angeschlossene Gerät. Aufnahmebutton ist dann eigentlich soweit auch klar. Der Dateiname, den könnt ihr hier vorweg schon wählen. Bei Videoeingang und halt bei Audioausgang, das sollte klar sein, auf was ihr das hier stellen sollt. Wenn ihr diese Software installiert, fragt diese Software euch, für was das für, oder für welches Gerät ihr aufnehmen möchtet. Ihr habt da nur drei verschiedene ja, Möglichkeiten, was einzustellen. Einmal für die Xbox 360, Xbox One, PS3, das heißt über Komponente oder halt Nintendo Wii, PC oder sowas. Aber wenn ihr eine PlayStation 4 natürlich auch aufnehmen möchtet, dann müsst ihr natürlich einfach das Logo von der Xbox One anklicken. Dahinter steht ja auch HDMI. Das heißt, das ist, ich sag mal, das Logo ist eigentlich uninteressant. Das Ganze bezieht sich einfach nur auf den, sozusagen, ja, auf die Schnittstelle, auf die Ausgabeschnittstelle. So, Mikrofoneingang, das heißt, wenn ihr hier HDP VR Rocket Mikrofon nimmt, ihr könnt ein Mikrofon daran anschließen, dann müsst ihr das natürlich hier auch auswählen. Ja, kommen wir nun zum Punkt der Videoqualität. Wer von euch die Elgato oder die Avamedia Livegamer Portable kennt, wird sicherlich wissen, dass es da auch Unterschiede gibt. Und zwar bei der Elgato sind es, glaube ich, 30 Mbit die Sekunde. Bei der Avamedia geht es bis zu 60 Mbit die Sekunde hoch. Hier haben wir das Maximum schon erreicht. Ihr seht das Ganze hier 18 Mbit die Sekunde. Das heißt, höher geht's gar nicht. Ob das jetzt so von Vorteil ist oder nicht, ja, das lasse ich jetzt alles, ja, lasse ich einfach mal dahingestellt. Das heißt, mehr als 18 Mbit die Sekunde an Qualität, also an der Videoqualität, könnt ihr hier nicht erreichen. Ja, gut, führt kein Weg dran vorbei. Wer natürlich mehr haben möchte, wer die Möglichkeit nutzen möchte, auch mit 60 Mbit die Sekunde aufzunehmen, der ist dann mit der Avamedia LGP besser bedient, glaube ich. Inwiefern 18 Mbit ausreichen? Also ich bin der Meinung, dass es ausreicht, weil es ja nachher in Sony Vegas sowieso noch ja, runterskaliert wird sozusagen. Das heißt, dieser Wert hier wird nach dem Rendern, das Video wird nach dem Rendern sowieso kleiner sein. Und bei YouTube, für YouTube-Videos, das heißt für alle, die unter euch die Let's Plays machen und diese ganzen Sachen bei YouTube hochladen wollen, sollte das eigentlich reichen. So, wir klicken mal auf Erweitert. Hier seht ihr jetzt ja, auch noch ein paar Einstellungen. Das heißt, den Videoskalierer, da könnt ihr nochmal einstellen. Oder ihr könnt hier den Haken setzen, bei Videoskalierer aktivieren. Da könnt ihr das Ganze nochmal, ja, so einstellen, wie es denn nachher, ja, aufgenommen werden soll. Das heißt, ihr habt zwar 1920x1080p, aber ihr könnt das Ganze hier noch skalieren, um euch ja, das Video ein bisschen zu verkleinern. Wer sagt, 1280x720 reicht mir aus, der soll das hier anwählen. Und dann hier die Ausgabebitrate, das heißt, die FPS kann man hier auch noch wählen, das heißt 30, 25, 15. Ich denke mal, mit 15 sollte man nicht aufnehmen, würde ich auch gar nicht probieren. Ich würde es immer auf Source stehen lassen, weil dann ist es genau das, so wie es auch, ja, so wie es auch ausgegeben wird. So, hier könnt ihr noch ein bisschen an der Bildhelligkeit und so spielen. Ihr seht, wenn ich das Ding jetzt hier hochdrehe, dann wird sich gleich im Hintergrund auch das Bild deutlich verändern von der Helligkeit. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, was das hier ist.
HDCP-Management, Enable HDCP Pass-Through Support habe ich jetzt noch nicht angeklickt, auch noch nicht versucht. Ich benutze das Ganze jetzt ja über die PlayStation 4 und habe da auch einen Splitter zwischen. Was jetzt passiert, wenn ich das anklicke, weiß ich nicht genau. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Das heißt, zum Aufnehmen braucht ihr bei der PlayStation 4 sowieso den Splitter, bei der Xbox One natürlich nicht. Firmware, da könnt ihr sehen, welche Firmware denn drauf ist. Sollte uns soweit auch nicht interessieren. Firmware-Update gibt es für diese HDPVR Rocket. Das heißt, wenn das Ding installiert ist, ist es soweit fertig. Und dann ist das auch gut so. So, Screenshots kann man natürlich auch machen. Hier unten steht jetzt 1920x1080 60 FPS. Ist ja schon mal nicht schlecht, dass das Ding in 60 FPS aufnehmen möchte. Ob das dann nachher auch so rüberkommt, weiß ich nicht. Müsste man dann mal testen. So, geht ihr hier auf Bearbeiten, werden die euch wahrscheinlich hier die Videos angezeigt, oder die werden euch hier angezeigt, die ihr aufgenommen habt. Das heißt, dann habt ihr hier so eine lange Liste. Video für Video könnt sie dann als exportieren als MP4 und könnt sie hier auch schon grob zusammenschneiden. Das heißt, wenn ihr den Anfang habt oder das Ende habt, wo dann halt Material mit drin ist, was ihr nicht zeigen möchtet oder mittendrin, könnt ihr das einfach schon hier dementsprechend rausschneiden und auch umbenennen, addieren, löschen, play. Also wie gesagt, die ganze Palette. Wenn ihr direkt von hier hochladen möchtet, ist das, glaube ich, auch möglich, so wie es hier auf jeden Fall steht. Das heißt, hochladen auf YouTube. Das heißt, diese Dinger werden, also die Aufnahmen werden euch wieder in diesem Feld hier angezeigt. Ihr könnt sie einfach anklicken, hochladen auf YouTube. Dann ploppt wahrscheinlich noch ein Fenster auf, wo ihr euch anmelden müsst. Und dann werden sie hochgeladen. Was wahrscheinlich die wenigsten von euch machen werden, wenn sie denn dementsprechend noch Bearbeitung vornehmen möchten im Programm Sony Vegas oder Adobe Premiere oder ähnliche Programme. Kommen wir auf die Einstellung. Hier ist nicht viel einzustellen. Das heißt, hier gebt ihr den Aufnahmeordner an und den Schnappschussordner, da wo ihr die Sachen speichern möchtet. C ist jetzt hier noch drin. Ich habe es einfach noch nicht geändert. Ich habe damit auch noch keine Schnappschüsse gemacht. Also habe ich das Ganze erstmal auf den Aufnahmeordner. Habe ich mich darauf konzentriert, um da erstmal sicherzustellen, dass meine C-Platte nicht gleich ganz voll ist, wenn man hier mal was aufnehmen möchte. So, hier unten noch ein paar Hardwarebeschleuniger verwenden. Normale Wiedergabe, nur E-Frames, kein Video. Kann man, denke ich, so lassen auf dem Hardwarebeschleuniger, auf normale Wiedergabe. Und dann ist das soweit gut. Ich habe eine kleine Testaufnahme gemacht, allerdings von der Xbox 360. Da habe ich eine Runde Counter-Strike gemacht. Und ja, wenn ihr euch das angucken möchtet, kommt das Ganze jetzt im Anschluss. Ein kleines Fazit von mir. Ich finde das Ding, also diese HDPVR Rocket, es ist eigentlich ist es ein super Gerät, hat auf Anhieb funktioniert, alles anzuschließen, alles einzustellen. Ich habe es ja schon beim Unboxing gezeigt, ihr habt oben so ein kleines Display, wo ihr die Lautstärke des Mikrofons auch noch einstellen könnt. Vorne habt ihr ein Mikrofon, ein Slot, wo ihr ein Mikrofon anschließen könnt. Ihr habt vorne ein USB, einen Anschluss für einen USB-Stick, das heißt, ihr braucht keine SD-Karte oder so verwenden, da geht jeder USB-Stick dran. Ob das Ganze mit der großen Festplatte funktioniert, würde mich wirklich auch mal interessieren. Kann ich nochmal testen und dann das Ganze am besten nochmal ergänzen. Ich habe das Ganze noch nicht probiert. Wenn sie dementsprechend formatiert ist, sollte das, denke ich, glaube ich, möglich sein. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es mit dem USB-Stick getestet, mit dem SanDisk 32 GB. Da hat es wunderbar funktioniert, einfach angeschlossen. Das USB-Kabel natürlich dann nicht an den PC gesteckt, sondern einfach mit in die Konsole, damit das Ding Strom kriegt. Und ja, dann war das gut. So, und ihr seht jetzt hier, das läuft. Wenn jetzt manche sagen, wie ist das mit der Zeitverzögerung? Also ich drücke jetzt und jetzt bewegt sich das Bild. Das heißt, ist so ein bisschen zeitverzögert. Auf jeden Fall deutlich, die Zeitverzögerung ist deutlich größer als bei der Ava Media Live Gamer Portable, da ist das ja fast identisch. Bei der Elgato gibt es da auch eine kleine Verzögerung. Ich denke mal, Elgato und die Haupauk hier, die sind sich mit der Verzögerung, ja, ist das schon fast identisch. Also ich finde es besser, wenn man da kaum Verzögerung drin hat, dann kann man da ein bisschen mehr... Ja, dann kann man das Ganze noch ein bisschen mehr begutachten, wie das Video denn so läuft und wie das Ganze denn so mit den Einstellungen ist. Klappt ein bisschen besser. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen, um so ein kleines Fazit zu geben. Das Gerät an sich ist top, wunderbar. Es läuft auch alles, auch im Standalone, in der Standalone-Version. Das läuft wunderbar. Das Einzige, was mich stört, ist, dass dieser Regler hier wirklich von 0,7 Mbits bis 18 hochgeht. Da wird hier stehen, very high. Jetzt geht das Bild einmal kurz weg, weil er die Einstellung übernehmen muss. Das ist das Einzige, was mich stört. Und bei einem Preis, ich glaube, ich habe bei Amazon geguckt, was das Ding so kosten soll. Das liegt, glaube ich, so zwischen 130 und 150 Euro. Ist dann
wirklich die Frage, ob man sich dann nicht doch lieber die Ava Media holt. Es kommt darauf an, also wie gesagt, für Leute, die sagen, 18 Mbit die Sekunde reicht mir vollkommen aus für eine Aufnahme. Das Gerät finde ich super, also klar. Also gar kein Problem, die sollten sich das Gerät auf jeden Fall kaufen. Für alle, die natürlich noch ein bisschen mehr Videoqualität haben möchten, also noch mehr als 18 Mbit die Sekunde, die sollten dann lieber auf Elgato oder Ava Media ja, umsteigen oder sich dafür halt entscheiden. Aber ich denke, für das Gerät ist das soweit in Ordnung. Für YouTube-Videos, wenn es nur YouTube-Videos sein sollen, reicht das vollkommen aus. So. Lang genug gequatscht jetzt, meine lieben Freunde. Schaut euch das Video an, was ich jetzt noch aufgenommen habe mit der HDPVR Rocket. Ich werde das Video nicht ganz drinnen lassen. Ich werde da so ein paar kleine Szenen einbauen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Ich hoffe, es war so ein bisschen informativ für euch und ihr konntet euch mal so einen kleinen Einblick machen, wie diese HDPVR Rocket so funktioniert oder wie sie denn auch hier im Menü aussieht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bis denn. Tschüssi.